Was geht ab, meine lieben Sammlerfreunde, und herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen, aber feinen Infovideo. Heute soll es darum gehen, was ihr noch in den letzten 9,5 Wochen des Jahres auf diesem Kanal erwarten dürft. Und das Ganze geht nämlich auch direkt los, noch diese Woche, nämlich am Wochenende werdet ihr voraussichtlich dann meine nächste Submission von One Upgrade zu Gesicht bekommen. Ich kann schon mal eins vorweg sagen, es wird sich um nur ein Produkt, ein Artikel handeln. Was genau, verrate ich noch nicht, aber ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, was für ein Grade das Ganze bekommen wird. Ich kann verraten, dass es sich um ein SIP-Produkt handelt und dass es etwas ist, was man nicht jeden Tag unbedingt sieht. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, das ist das, was ihr noch so diese Woche erwarten könnt. Dann nächste bzw. übernächste Woche, je nachdem, wann das Ganze hier ankommen wird, kommt eine kleine Überraschung auf diesem Kanal. Und zwar wird es etwas Neues auf diesem Kanal geben. Was genau, verrate ich noch nicht. Das werdet ihr dann sehen, sobald dieses Video online geht. Es soll eine kleine Überraschung werden, was dann gerade nächstes Jahr dann aktiver auch auf diesem Kanal zu sehen sein wird. Bleibt da also wirklich gespannt drauf. Ich denke mal, das wird eine sehr gute Ergänzung zu den bisherigen Videospiel-Grading-Videos sein, die es auf diesem Kanal gibt. Alles, was ums Thema Videospiel-Grading zu tun hat. Dieses Thema wird sich da, denke ich mal, sehr, sehr gut mit einreihen. Gut, dann wird es noch im November voraussichtlich zwei Pixel Grading Submissions geben. Die eine wird auf jeden Fall jetzt im November kommen. Ich gehe mal von Anfang November aus. Die sollte, denke ich mal, nächste Woche, auch spätestens übernächste Woche fertig sein. Gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus. Das heißt, ich denke mal, zwischen der ersten und zweiten Novemberwoche werdet ihr dann auch die beiden Games sehen, die ich Anfang Oktober weggeschickt habe. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, gerade auf das geheime Spiel. Da fiebe ich gerade richtig drauf hin, da ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. Aber auch das Mario 3D World wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ihr habt ja das Video, denke ich mal, viele von euch auch gesehen, in was für einem Zustand dieses Spiel war. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was dann so die Reinigung, die ich dazu gebucht habe und so dann auch bewirken wird. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, worauf wir uns auf jeden Fall noch Anfang November freuen können. Das heißt, es dauert auch nicht mehr allzu lange. Und dann Ende November voraussichtlich, wenn alles gut klappt, kriege ich dann meine erste Submission wieder, die ich am Eröffnungstag, nenne ich es jetzt mal, von Pixel Grading direkt eingeschickt habe. Denn ich habe das Ganze jetzt geupgradet. Denn ich dachte mir jetzt einfach so, 8-Bit dauert mir halt echt zu lange und das, denke ich mal, werde ich auch in Zukunft nicht mehr buchen. Ganz ehrlich, da lege ich lieber die 15 Euro oben drauf und habe mein 16-Bit und weiß, das wird auf jeden Fall in der Regel deutlich schneller ankommen als die angegebenen 4 Monate. Als ich muss halt gucken, okay, für 15 Euro weniger dauert es voraussichtlich wirklich die 6 Monate oder halt auch dann nur 5 oder so. Dementsprechend ist das für mich persönlich einfach gerade so, dass ich sage, okay, ich werde immer erstmal in Zukunft mit mindestens 16-Bit einschicken oder halt dann eben mit 32. Genau, das ist das Ganze so. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Es sind ja dann die 3 Donkey Kongs und die 3 Mario Partys. Und ja, was da rumkommen wird, gerade bei den 3 Donkey Kongs, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf und fiebere da schon hin. Und ja, das soll im November noch fertig gemacht werden. Das heißt, mit etwas Glück sollte das Ende November dann bei mir eintrudeln. Ich gehe mal dann mit leichter Verzögerung spätestens von Anfang Dezember aus. Eine weitere kleine Sache noch, die geplant ist für dieses Jahr, ist noch eine weitere Submission von One Upgrade. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wann ich es wie wegschicken werde. Und das ist es halt. Eigentlich war geplant für Anfang November und dann halt mit Maximum. Das heißt, ne, nur oder entweder halt dieses Medium oder Maximum. Das heißt, 4 bis also nur 2 Wochen voraussichtlich und dann wäre es November fertig. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das mache, denn es macht eigentlich Sinn, auch dann nochmal zu warten, bis Black Friday ist, denn da wird dann sicherlich auch ein Angebot mit erhältlich sein, wieder irgendwelche Prozente. Und dann macht es da natürlich Sinn, auch da einfach nochmal was mit einzuschicken. Und wenn man da dann die Chance bekommen sollte, auch mit Maximum einzuschicken, sollte das Ganze ja eigentlich auch noch vor Weihnachten fertig sein. Dementsprechend bin ich mir da noch nicht ganz sicher, was ich da machen werde. Ihr werdet auf jeden Fall noch ein Paket von One Upgrade dieses Jahr zu Gesicht bekommen. Aber ob das jetzt im November oder Dezember sein wird, kann ich einfach jetzt gerade noch nicht sagen. Dafür bin ich mir selber noch zu unsicher, wann ich das jetzt wegschicke und vor allem auch, was ich wegschicke. Denn ich habe so 2, 3 Sachen, die ich auf jeden Fall jetzt in naher Zukunft wegschicken möchte. Ich weiß aber noch nicht, was
Ich kann nicht alles auf einmal und ich bin mir noch nicht sicher, welches davon jetzt als erstes weg soll. Aber so, dass ihr schon mal gehört habt, also ein weiteres One-Update-Video wird dieses Jahr auf jeden Fall auch noch kommen. Also bleibt gespannt, das sind so die Highlights für dieses Jahr. Des Weiteren wollte ich dieses Video einmal nutzen, um Danke zu sagen. Schon mal Danke, was wir in diesem Jahr geleistet haben, was ich geschafft habe mit diesem Kanal. Ich weiß, es ist kein großer Kanal, wir haben noch nicht so viele Abonnenten, aber wir haben jetzt die 90 geknackt. Aktuell sind wir bei 94, wo ich gerade dieses Video aufnehme. Ich weiß, es schwankt immer auch gerade tagtäglich mal mit ein, zwei wieder weniger, dann mal wieder mehr. Aber ich bin da wirklich gerade sehr, sehr stolz drauf. Wir haben Anfang des Jahres, wo ich wirklich nur diese reinen Let's Plays und so gemacht hatte, war ich so vielleicht bei zwischen 25 und 30 Abonnenten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und es ist so viel Positives in diesem Jahr passiert, dass ich da einfach gemerkt habe, wow, da ist richtig viel passiert. Und ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Man hat so viele neue Connections, egal ob das jetzt durch YouTube ist, durch Instagram, über Discord. Ja, es ist einfach gerade wundervoll. Und deswegen wollte ich einmal Danke sagen. Ich hoffe, das bleibt doch so. Gerade mit den Leuten, die ich jetzt kennengelernt habe und auch mehr Kontakt habe, da möchte ich auch einmal unter anderem Danke an auch Panovi, aber auch zum Beispiel auch Koal Danke sagen. Gerade auch an euch beiden. Wir haben in den letzten Monaten ziemlich viel Kontakt gehabt, immer wieder mal. Und das freut mich einfach extrem, einfach über mein Hobby, das ich hier letztendlich ja damit betreibe, neue Leute kennenzulernen. Und das ist für mich eine Riesensache. Und es freut mich total. Und ich hoffe, dass das jetzt auch Rest des Jahres, aber eben auch wir zusammen im nächsten Jahr weiter verfolgen können und immer weiter zusammen wachsen werden. Ich freue mich extrem. Ich hoffe, und das wäre noch mein Ziel, dass wir dieses Jahr vielleicht die 100 Abonnenten knacken könnten. Das wäre richtig geil. Vielleicht mit dem einen oder anderen Video, was ich dieses Jahr noch bringen werde. Eine kleine Hoffnung, die ich habe, ist gerade mit der Überraschung, weil es nochmal vielleicht ein paar zusätzliche Leute auf diesen Kanal bringen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich hoffe, ihr seid bisher wirklich sehr zufrieden damit gewesen, wie in letzter Zeit die Videos entstanden sind, wie die Qualität ist. Ich habe versucht, immer, wenn konstruktive Kritik gekommen ist und auch Tipps und Vorschläge im Allgemeinen, dass ich das immer versucht habe, auch wahrzunehmen, auch umzusetzen, so gut wie es geht. Und ich hoffe, dass ihr da vor allem auch schon was von merkt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft, was noch alles auch im kommenden Jahr auf diesem Kanal passieren wird. Aber auch dazu wird dann nochmal ein kleines Extra-Video kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video hat euch gefallen und ihr seid genauso gespannt wie ich auf die kommenden Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.